wieder in die gleiche Richtung? Ich lege mich immer gut an. Ich habe mal Mode gemacht in jungen Jahren, als ich Kopffahrer war. Boah, krass. Und ich weiss natürlich genau, was ich in meinem Alter anlegen muss. Wirklich? Mhm. Da bin ich schon mal erleichtert. Es muss immer schlank aussehen. Sagen die Leute, hat zu viel gegessen zu Hause. Nur gut. Nein, ich weiß, ich kenne mich die Mode sehr gut aus. Und erstens schon mega. Schon mega trifft es einfach. Nicht nur das TV-Publikum wundert sich jedes Jahr aufs Neue, was denn die G&G Awards überhaupt sind. Letztes Jahr an den Comedy Awards hast du einen Preis bekommen. Ganz viel mehr. Gewöhnt man sich irgendwann einmal an so Preise? Nein, mir ist sogar überrascht, was es noch alles gibt. Trotzdem, den geladenen Eventgästen gefällt die Kreti und Pleti Verleihung. Das ist so etwas Interessantes, ich habe das noch nie erlebt. Zürich hat sich neue elektrische und ganz leise Kanalschiffli für die Limmat zugelegt. Die beste Schifffahrt, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ja. Doch nicht alle sind mit dem schweizerischen ÖV so zufrieden. Sie nehmen schon zu viel Geld aus unseren Taschen und Deutschland geht es ja auch mit dem 9-Euro-Ticket. Oder wegen bei uns auch nicht, weißt du, was ich meine? Nein. Einerseits kann ich es verstehen, weil ja alles ein bisschen teurer wird. Hankerum fühle ich mich halt abgesagt, weil ich schon lange finde, der ÖV sollte einfach gratis sein. Geht's eigentlich? TÜV-Fahrer Dominik Eggerter steht von Berufswegen nicht so auf ÖV und seine Fans feiern ihn dafür. Hey, Domi, ich bin schon trainiert. Hallo! Hey, wow, mega cool! Die Leute feiern das ab. Geil, ja. Ordentlich abgefeiert wird auch dieser junge Traktor-Influencer. Ja, richtig gehört, Traktor-Influencer. Auf TikTok und auf YouTube erreicht er mit seinen Clips mehrere hunderttausend Leute. Er zeigt dabei seinen Alltag auf dem Versacher auf Zürich Time und hat damit offenbar den Nerv der Zeit getroffen. Vielleicht, weil es viele nicht kennen und sich interessiert. Andererseits sehen es auch viele andere Landwirte, die auch so begeistert sind von dem wie ich. Er muss nur aufpassen, dass die Begeisterung für große Maschinen nicht ausartet, wie bei ihr hier. Das ist mein Schatz. Ich nenne ihn immer Schatz und sein Name ist in Wirklichkeit 737-800. Zur Auflockerung ein Sketch. Ich habe es super gefunden. Irrsinnig witzig. Im Sonntag fliegen zwischen links und rechts mal wieder die Fetzen. Dass Schweizer Familien aus einer Wohnung rausgerührt werden, weil man sagt, wir brauchen jetzt für Flüchtlinge Wohnungen. Mhm. Das ist genau konsequent. Und dann alle immer kommen. Lass mich bitte ausreden. Nein. Lass mich bitte ausreden. Nein. Die Stromsparmaßnahmen werden aufgehoben. Beispielsweise im Hallenbad muss die Temperatur im Becken wieder angehoben werden. Ein wahrlich aufwendiger Prozess. 28.5 Enter. Das ist es schon gewesen. Ich bin nicht zufrieden. Zum Schluss noch zu einer Protestaktion in St. Gallen. Der Verein Animal Vigil St. Gallen hält in der Stadt regelmäßig Mahnwachen ab, um gegen das Tierleid zu demonstrieren. Bei der Mahnwache gestern sind es aber angegriffen worden, schreiben sie auf Instagram, und zwar angeblich unter anderem von Landwirtinnen und Landwirten. Die haben sie nicht nur beschimpft und ausgelacht, sondern unter anderem auch mit Speck beworfen. Kanton. Speck!